Ja, mit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2. Wir sind gerade mitten im Dorf zurück nach der großen Erkundungstour, wo wir diese Yetis getroffen haben. Und das Dorf wird von Lazarevich überfallen. Ah Gott, das heißt, wir müssen hier das Dorf verteidigen. Und ich habe mich ganz am Anfang vom Spiel vertan. Wer sich noch an die erste Folge erinnern kann, an die Betäubungspistole. Was die Betäubungspistole im Nahkampf ist, ist hier die Armbrust für den Fernkampf. Sie ist leise und sie ist One-Shot. Bei allen Sachen. So, die AK hebe ich auf, damit, wenn ich hier die Armbrust aufhebe, ich nur einen Schuss bekomme. Okay, das hat nicht so funktioniert. Hier kamen auch gemeinsam und diese NPCs hier und also die uns freundlich Gesinnten können sterben. Das heißt, wir können sie vorgehen lassen, hoffen, dass die Gegner sie töten und dann lassen sie auch deren Armbrust fallen, dass wir sie aufnehmen können. Aber ich versuche das nicht drauf anzulegen. Oh, Schrotflinte. Okay, das hier darf einen Schuss oder sollte vielleicht noch raus. Was? Warum haben wir jetzt nur noch zwei Schuss? Habt ihr gesehen, der ist gerade gestorben, der hat seine Armbrust da fallen lassen. Liegt jetzt unten. Geh aus dem Weg, Mann. Okay, manche von denen haben auch eine AK. Zwei Schuss noch. Ich laufe nochmal zurück, vielleicht liegt am Tisch wieder die Armbrust. Ja. Okay, jetzt haben wir hier fünf Schuss. Übrigens, das Zeichen für die Armbrust von der Munitionsart her ist das von einer Schrotflinte. Ich weiß nicht warum. Ich lasse den Schrotflinten-Typ mal rankommen und versuche im Nahkampf zu machen. Das haben wir ihm den Helm runtergezogen. Entdeckung. Schnell bevor der uns von hinten angreift. Komm, wir überleben das. Wir haben ihn aber vorher noch erledigt. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Okay. Guter Rücksetzpunkt für uns ist die... Ah, sehr gut. Also nach jedem Ding. Ah, wir können nur maximal 5 Schuss von denen nehmen. Gut. Das heißt... Ich nehme an, dass da werden wieder 3 Schuss drin sein. Also 3 Schuss sollte ich quasi verschwenden können. Ah, ich habe mich da. Ah, leider zu spät. Aha, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss echt schneller werden, um dir zu erledigen. So, dich daneben, super. Dich, daneben, super. Oh, was ist denn los gerade? Und daneben. So. Hat keiner gesehen. So. Erster Schusstreffer. Ah, okay, der ist ausgewichen. Natürlich war das kein Kopfschuss oder sonst. Okay, das war der. So, jetzt holen wir noch schnell die 3 Schuss, die hoffentlich 3 Schuss für die Armbrust. Yep, haben wieder 5. Hier haben wir Pistole. Nachladen. Ah, hier ist der Töpfer gewesen. Nein, der Töpfer ist tot. So, ich schieße wieder 3 Schuss, keine Ahnung, ob da 3 Schuss auch drin sind. Was mache ich denn? Na, ich war viel zu langsam. Ich wollte nicht nach links ziehen, sondern nach links... Oh Gott, die sterben alle. Nach links gehen. Und hab den deswegen... Natürlich, unsichtbare Wand, danke. Komm schon.
Ah, diese scheiß unsichtbaren Wände, Mann. Den hätte ich jetzt schon zweimal erwischt eigentlich. Nein, ein Schuss oder drei? Zwei. Gut, dann. Das MG kann ganz böse Schaden machen. Jetzt noch ein super Profi-Spezialtipp von mir. Wer die ganzen Bonus-Sachen haben möchte, also die ganzen Eliminierungen für bestimmte Waffenarten, der, wenn er nicht stirbt... muss ich besser machen. So, ich laufe da gleich nochmal ganz zurück und hole mir den ganzen Schuss auch wieder. Das ist alles eine Wand! Unsichtbare, das ist so scheiße gemacht. Ernsthaft. So. Hier in dem Haus, da wo der gerade auch in Deckung geht. Also wenn in dem Haus steht, kann man links in das Haus schauen, wo auch das MG ist. Und wenn man das Haus nicht verlässt, sondern drinnen bleibt im Haus, ungefähr zwei oder drei Fußgegner spawnen auf dieser anderen Seite, wo das MG ist in dem Haus, spawnen immer wieder und wieder neu. Also wenn man schon so weit ist, dass man das Spiel durch hat, kann man sich ja, wenn man natürlich genügend Herausforderungen... Was ist das, Tänzen? Wenn man genug Herausforderungen hat, kann man sich solche Boni wie unendlich Munition und eben die Waffen aussuchen. Und was dann da auch noch sehr gut ist, beschleunigte Zeit. Wo dann alles, ich glaube, doppelt so schnell geht. Das heißt, man kann sich dann da hinstellen mit einer Waffe, halt auf leicht, also man stirbt auch auf höhere Geschwindigkeit dann nicht so schnell. Stellt sich eben in das Haus, die ganzen Gegner spawnen dann da neu und kann die dann alle niederbürzen. Und somit die Kills sammeln. Genau, die spawnen dann da hinten irgendwie und laufen immer wieder hier in das Haus hinein. So wie sie jetzt zum Beispiel hier auch gespawnt wiederkommen, aber hier ist die Stelle nicht so gut, wenn man eben vom MG getroffen wird. Oh Gott, langsam. Ich muss es in das Haus reinschaffen. Ich muss jetzt gehen. Mann! Das ist so behindert. Und ich möchte halt nicht die schöne Muni von der Armbrust da verschwenden. Die hier oben spawnen zum Glück nicht neu. Also wenn man die mal hat. Ah, das hat sogar Travel Time. Die Armbrust. Und der MG-Typ selber, der spawnt glaube ich dann auch nicht neu. Ah, natürlich schießt er los. Granaten habe ich leider keine, sonst hätte ich versucht so eine Art Weitwurf zu machen. Mann, lass mich durch. Man kann auch links lang gehen, aber ich gehe immer rechts lang. An den, wenn man ganz genau trifft. Den hier durch den Schützenschlitz. Ja, natürlich. Okay, wieder zurück, Munition holen. Und diesmal spare ich den nicht, sondern schieße alle gleich damit ab. So, einmal. Da hinten dann nochmal drei Schuss, dann haben wir wieder volle 5. Ja, ist ein bisschen hin und her gerennen. Und wenn man mich so spielen sieht, wie oft ich einfach an der Stelle sterbe. Ja. Und ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft, also. Ich glaube, ich war schon mal besser. Und ich habe auch viel, viel mehr Versuche gebraucht. So, Armbrust. Gleich hier nach rechts. Okay, den Nahen noch mit der Pistole. Puh, was für eine Reaktion. Oh! Erschrocken. Und Deckung. Oh, hier war auch eine Armbrust. Okay.
Das ist schon mal eine schwere Stelle. L3 war das, genau. Genau, und hier. Da ist noch meine Armbrust. Hier. Ach, das war hier irgendwo, genau. Wo ist der Typ? Aua, 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 aua. Da ist eine Granate. Mann. Ich glaube, wenn man einmal sozusagen den Spawn hier zugemacht hat, indem man hier drin war. Das ist ja knapp. Sollte es das auch gewesen sein. Also das sollten die jetzt nicht wieder spawnen. Und hier die Typen. Oder war das, dass sie von dort vorne immer wieder spawnen? Irgendwo hier in dem Bereich war das auf jeden Fall. Ja, das hat's erledigt. Gut, dann hier hoch. Oh Gott, sorry. Ach, oh. So, dich habe ich ja mal gar nicht gesehen. So. Los. Und tschüss. So. So, das warst du, das warst du. Ah, da oben habe ich gerade Raketenwerfer gesehen. Okay, das war's schon. Der da oben auch. Uiuiuiui. Ah, das war aber nicht mit dem. Von wo, von wo, von wo? Wohin? Wo schießt du hin? Eieieiei. Granate. Sag ich, ja. Links noch irgendwo. Da, ich hab ihn gesehen. Desert. Auf jeden Fall die. Ah, M4 oder halt 5-mal noch die. Ich bleib noch bei dir. Bei was? Ah, da drüben halt Raketenwerfer, wäre auch nice. Egal, wir haben 5 von der, 7 von denen. Gehen wir mal weiter. So, hier kann man... Boah, ich bin gerade erschrocken mit dir. Darum... Oh Gott. Ist klar. Der ist wichtig. Was ist das? Ja, gutes Nachladen. Und weiter. Ah, jetzt ist hier die Tür offen, okay. Upsala. Mann, Tenzin, sehr unaufmerksam von dir. Schrotpistole. Ja, ja, ich komme schon. Gut. Ja, ich komme schon, ganz ruhig. Bin schon da. Nein! Ja, das überlebe ich nicht. Ach Gott, ich konnte nicht wegrollen oder irgendwie so, weil ich im Kampf war. Ach Gott. Ja gut, die kannst du zu allein bekämpfen, ich bleib da. Zitter, 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 Alter, das geht mir lieber ab. So, Granate triggern und weg. Friendly Fire.
Noch eine Granate. So groß ist doch das Dorf nicht. Eieieiei, komm. Nein. Oh, schrotfinden Typ. Ah, da hinten sehe ich schon die Waffe. Weil ich ihn drauf war mit dem Ding. Ah, Gott. Ist klar, daneben. Okay, huiuiuiui. Hier rein, lass mich rein. Granate und die GAU-19. Einer der wenigen Stellen, wo man die Waffe im Spiel findet. Neben der P08 ist das auch noch die Waffe, wo mir hier auf der PS4 halt die Kills fehlen. Aber da es dafür keine Trophäe gibt, habe ich das nie in Angriff genommen. Hier gibt es dann auch noch den Granatenwerfer zu finden. Sehr viele M4-Gewehre. Ach, stimmt, wieder Anlaufzeit. Okay, gut gemacht. Ja, der Typ ist so stark. Nein, 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 nein. Ich warte mal, ich riskiere nichts. Okay, den Granatwerfer-Typ schalte ich hoffentlich auch noch aus. Wo ist der? Der ist da. Nein! Du Wichser. Ach Gott. Seid ihr nervig gerade. Ach komm schon. Ja, jetzt geht's mir gerade auf den Nerven, Alter. Eieiei. Gut, dich. Und dich. Und dich. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da früher besser durchkommen bin. Dich. 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 Ist klar, du überlebst es. Dich. Granate habe ich den irgendwo noch vorher gesehen. Hier. MK. Ich nehme mal die M4 mit, weil bei der anderen bin ich jetzt sowieso schon leer. Na, wo ist sie? Nein, nicht die AK, die M4. M4. Und die GAU. Ja. Wie man schon sieht, mit der ist man um einiges langsamer und man kann nicht springen, klettern, was auch immer. So war der Typ da. Okay, jetzt haben wir ihn aber. Ah, ich drücke mal kurz R2, dann bleibt sie am Laufen. Ups. Nicht so oft, sonst. Ist klar, da ist noch einer von denen. Wieder ist aus. Okay, dann ein Stück zurück. Leben aufladen.
Da ist er. Da ist auch noch einer. Wo ist der letzte? Weil wenn ich mit der Waffe eine Kante runterlaufe, lässt er sie auch fallen. Okay, ich hoffe, das war's. Ah, okay, das ist eh noch eine Treppe. Treppen sind gut. Ich glaube, ich nehme die mit, statt der M4. Wo ist sie? Nein, ich möchte die Gau noch. Ich glaube, da kommen dann gleich welche. Glaube ich. Okay, das mit dem Schild war mal ein bisschen zu riskant. Mein Kill. Okay, ich glaube, das waren's. So, nachladen. Ich komme gleich. Den Sinn. Nur oben auch nochmal Granatwerfer, den nehme ich noch schnell mit. Von dem einen Typen, der jetzt nicht da ist. Hier war doch vorher der andere Granatwerfer. Ah, hier unten liegt's. Bimmer! Bimmer! Jiangsheng, alle Küche! Was? Alle Küche, Jiangsheng, alle Küche! Schäfer, bitte! Oh, Scheiße! Mist! Spring! Spring! Oh Gott, ein Panzer? Oh, Scheiße. Ah, Kapitel 20. Katz und Maus. Nein, nicht hier verstecken, lieber da verstecken. Oh, Kapitel 20, Katz und Maus. Also nun gut. Huiuiui, was für eine Folge. Vor allem wie viele Tode. Und wie es jetzt weitergeht mit dem Panzer vor allem, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann.